Wetter war die letzten Tage jetzt sehr, sehr wechselhaft. Ja, zwischendurch ist mal richtig sonnig, dann ist mal wieder windig und das geht immer drunter und drüber. Und das sind so Tage, wo das Zanderangeln eigentlich sehr unberechenbar sein kann. Und deswegen werden wir mal gucken, ob in diesem Video ein halbwegs vernünftiger Zander überhaupt heute rauskommt. Ja, kleine Zander sind häufig immer am Platz, aber wir werden mal gucken, ob wir vielleicht auch mit einem schönen Zander heute rechnen können. Wie gesagt, das kann man nicht immer hundertprozentig vorausberechnen bei dieser Wetterlage, aber ich denke mal, da sollte auf jeden Fall irgendwas gehen. Los. Komm so rein. Nur am Stinger. Wahnsinn. So, ich habe jetzt mal ein paar kleinere gefangen. Ja, das ist jetzt der dritte oder vierte von der Größe. Ihr könnt sehen, die ballern sich den Idealshed komplett rein. Ich werde jetzt mal gucken, wenn jetzt kein größerer mehr weiter rauskommt oder so, werden wir nochmal den Spot wechseln. Es war, ist glaube ich auch schon maßig knapp. Ja, aber wie gesagt, jetzt werden sie ein bisschen kleiner. Und jetzt nach dem dritten, sage ich mal, hoffe ich, dass jetzt nochmal ein großer Einschlag kommt. Ansonsten werden wir aber auf jeden Fall den Spot wechseln. So, den setzen wir gleich wieder zurück. So, eigentlich wollte ich gerade schon den Spot verlassen. Aber da ist tatsächlich noch so ein N60er Zander hier gerade eingestiegen. War gedanklich schon ganz woanders. Aber wie gesagt, hat sich doch tatsächlich ausgezahlt. Und der geht natürlich schnell wieder zurück. Vielleicht steht da ja noch einer. Mal schauen. Bis gleich. So, den Spot haben wir jetzt ausgefischt. Wahrscheinlich stehen da noch ein, zwei Zander rum, aber sag mal so, wir haben jetzt, ich glaube, vier oder fünf Zander von 40 cm gefangen und einen super schönen Zander, der auf jeden Fall über 60 cm ist. Damit ist das Klassenziel eigentlich schon erreicht an der Elbe. Weil jeder, der die Elbe so ein bisschen kennt, weiß, dass man hier auch 8 Stunden stehen kann und hat nicht einen einzigen Biss bekommen. Ja. Also damit können wir vollkommen zufrieden sein und alles andere, was heute noch rauskommt oder so, ist dann wirklich Bonus. Was ich bei der Taktik heute ein bisschen geändert habe, ist, dass ich ja gesehen habe, dass das relativ windig ist heute. Und daraufhin habe ich die kürzere Route heute im Auto gelassen und habe mich dann lieber für eine 2,70 Meter Route entschieden. Ja. Also wenn ihr den Köder schlechter kontrollieren könnt, müsst ein bisschen schwerer fischen, müsst weiter dann gegen den Wind arbeiten und so weiter, dann solltet ihr eventuell auch zwischendurch mal wieder auf eine 2,70 Meter Route wechseln. Sind die Bedingungen natürlich besser, dann könnt ihr auch wieder mit dem leichteren Gerät los. Ne? Ja, wie gesagt, das ist die Taktik. Ich musste sogar tatsächlich zwischendurch vorhin noch mal ein bisschen die Jacke anziehen oder so, weil wir hier ein bisschen so um die 20 Grad haben. Aber wenn man auf dem Bugkopf mitten im Wind steht oder so, kann das sich ganz schnell abkühlen. Aber jetzt hat sich das mittlerweile so weit aufgeheizt, jetzt brauche ich auch keine Jacke mehr. So, jetzt werden wir natürlich erstmal einen Spot wechseln und werden ein bisschen weiter flussabwärts angeln. Hier sind noch ein, zwei Spots in der Nähe, aber ich habe schon gesehen, dass sie schon besetzt sind. Also dann müssen wir halt ein bisschen weiter fahren jetzt. So,
ich mache mich jetzt auf den Weg und ich denke, dann mit viel Glück oder so werden wir noch einen halbwegs vernünftigen Zander noch fangen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm oder so. Heute hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ist halt Elbe. Ne? Also bis später. So, bin jetzt im neuen Spot angekommen. Wir haben ungefähr noch 2 Stunden auf jeden Fall, die wir fischen können, vielleicht sogar noch 3. Und wir müssen jetzt nur gucken, wo die Fische sich jetzt eingestellt haben, ob die jetzt in den Strukturen drin stehen am Buhnfuß oder ob wir jetzt mal noch weiter rauswerfen müssen. Wir werden auf jeden Fall mit Aurora Perch wieder angreifen. Vielleicht werden wir noch einmal die Farbe wechseln, aber bis jetzt lief das ja eigentlich sehr, sehr gut. Mit dem Angeltag bis jetzt bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also es kam auf jeden Fall eine Handvoll Zander raus und einer war davon, der kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Wie gesagt, jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Jetzt wird alles gut. Also bis gleich. So, habe gerade ein paar Würfe gemacht. Habe natürlich erstmal 2 Gummifische abgerissen, weil der Fischer hier eine schöne lange Reuse reingestellt hat. Ja, nach dem ersten Wurf, da kann ja mal was drin sein, aber beim zweiten Wurf war ich mir dann sicher, dass das ein Netz ist. Bin jetzt ein paar Buhnen weitergegangen und versuche jetzt hier mein Glück. Mal gucken, ob jetzt hier eventuell doch noch was rauskommt. 1 Stunde habe ich jetzt noch und dann werden wir ja sehen. Hier kam tatsächlich gerade kein Biss mehr rein und ich habe einfach die Farbe gewechselt und habe jetzt hier nach dem dritten Biss habe ich hier tatsächlich wieder einen schönen Zander gefangen. Der geht natürlich sofort wieder zurück, aber so kann es laufen. Ne? Lag jetzt echt an der Farbe. So, Köder Dorado hat ja wieder einen 70-Plus-Fisch rausgekoffert. Ja. Aurora Perch hatte gerade nicht funktioniert. Hab jetzt auf Dorado gewechselt, weil es wasserflach ist. Und was für ein Koffer wieder. Wahnsinn. Ja, ein richtiges Brett. Der geht natürlich wieder zurück. Da ist er. Zum Köder erzähle ich gleich mal was. We'll be right back.
der Bock aber. Schönes Tier. Und nochmal. Nein. Ich würde hier einen Zander von ihm zeigen, aber der ist aus dem Kescher raus. Ja, aber war auch wieder so irgendwas zwischen 50 und 60. Also war auch in Ordnung. Ich mach mal weiter. So, ich hätte euch gerne noch den letzten großen Zander gezeigt, aber der hat es dann natürlich vorgezogen, sich aus dem Kescher zu befreien. Ich hatte den kurz in den Kescher reingelegt, damit er ein bisschen Sauerstoff kriegt, und dann wollte ich den vor die Kamera halten, und als ich mich umgedreht habe, war der Zander weg. Passiert, ist nicht schlimm. Den sehe ich nochmal wieder. Okay, zu dem Köder. Der Köder, den ich jetzt dran hatte, der heißt Dorado, und da gibt es auch eine kleine Hintergrundgeschichte zu. Und zwar hatten wir früher, vor 30 Jahren, hatten wir häufig hier in der Elbe, hatten wir meistens gelbe Twister verwendet. Auch im Herbst war man ein absoluter Renner. Und irgendwann kamen wir dann auf Lunker City, und Lunker City hatte dann die Farbe Mai Mai rausgebracht. Und das ist eigentlich immer so eine typische Herbstfarbe. Die rennt hier immer. Ja, Mai Mai wird heute immer noch viel gefischt, und auch in den Niederlanden wird die heutzutage noch sehr, sehr oft gefischt. Und nach Mai Mai kam dann vor 10, 12 Jahren kam dann der Natural Perch raus von Fox Reach. Ja, dann mit dem gelben Gitter drauf und so weiter. Und der hat eigentlich Mai Mai dann abgelöst. Dann war das aber so vor 10, 12 Jahren, dass ich zwar Gummifische schon gegossen hatte, aber ich hatte noch keinen Airbrush gemacht. Also habe ich diese Farbe einfach imitiert. Das ist so gelb, was ein bisschen UV-aktiv ist und so weiter. Und hatte die dann in der Elbe gefischt und hatte damit sehr, sehr große Erfolge. Ich hatte dann noch ein bisschen rumexperimentiert, mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler, und hatte wirklich festgestellt, dass das wirklich, man muss wirklich genau den Farbton treffen, um dann damit wirklich, wirklich gute Zander zu fangen. Ja, und das habe ich dann auch geschafft. So, was bei meinem Köder jetzt aber andersrum ist, ist, ich habe auf diese Gitter und schwarzen Streifen halt verzichtet. Und das hat eine ganz, ganz große Auswirkung. Der Barsch braucht seine Streifen, ja, um sich zu tarnen. Und genauso ist es auch mit dem Köder. Ja, wenn da Streifen drauf sind oder ein Gitter oder sonst was, kann der sich in trüben Wasser, zum Beispiel wie in der Elbe, wenn das so bräunlich ist, kann er sich sehr, sehr gut tarnen. Wenn dieser Köder jetzt aber nach unten auf den Grund aufschlägt und so weiter, dann zeigt er dem Zander voll die Breitseite. Das ist wie eine Taschenlampe in die Augen leuchten, ja, beim Zander. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass der noch wirklich etwas besser läuft. Aber ihr habt ja gerade gesehen, dass diese Farbe hier wirklich sehr, sehr gut funktioniert an der Elbe. Und dann noch eine andere Sache, absoluter Klassiker, heute Nacht gab es Gewitter, richtig Regen, dann schien die Sonne zwischendurch, jetzt ziehen wieder richtige Gewitterwolken auf. Das heißt also, dass der Luftdruck sich hier komplett überschlägt gerade. Also wenn ich jetzt nach Luftdruck angeln würde auf Zander, wäre ich heute gar nicht an die Elbe gefahren. Ihr habt aber gesehen, woran es nachher gelegen hat. Es lag daran, dass ich die Farbe wechseln musste. Und das ist das, was ich immer sage. Ihr müsst immer den Schalter umlegen. Ihr müsst jedes Mal den Schalter umlegen. Wenn ihr im Wasser steht, da geht nichts mehr, da passiert nichts mehr, dann seid ihr vielleicht am falschen Spot oder ihr habt gerade die falsche Farbe. Das kann sich tagsüber nochmal ändern. Und genau das ist hier gerade passiert. Ich habe die letzte Stunde, hatte ich dann auf den Aurora Perch einen Schwanzbeißer gehabt, und danach kam gar nichts mehr. Ich habe dann 20, 30 Würfe gemacht noch, da kam nichts mehr. Und dann habe ich die Farbe gewechselt und auf einmal ging hier richtig die Post ab. Also ihr seht, es liegt an euch. Ihr müsst den Hebel umlegen. Ne? Farben sind wichtig. Der Zander kann nicht alle Farben sehen, er kann sie nicht sehen wie ein Mensch oder wie Salmoniden oder so. Er hat nur ein ganz kleines Farbspektrum, aber das kann er sehr, sehr gut sehen. Also wie gesagt, ne, ihr müsst immer den Schalter umlegen. So, ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß gehabt, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!